Kinas, willkommen zum 199. Part von Minecraft Wii U. Wenn dieser Part hier die 250 Likes überschreitet, dann kommt heute Abend zur Primetime der 200. Part von Minecraft Wii U. Ihr wisst dahingehend Bescheid. Primetime bedeutet für mich sowas wie, weiß ich nicht, 18:30, 19:30. Sucht euch was aus, ich gucke mal, ne? Ich hoffe aber, dass ihr darauf mindestens genauso gehypt seid wie ich. Ich bin darauf nämlich sehr gehypt und werde sehr wahrscheinlich den 200. Part direkt nach diesem Part aufnehmen. Dahingehend wisst ihr Bescheid, dass ich sehr gehypt bin. Ja, ja. So. Und bevor wir uns zu dem Ozeanmonument begeben im nächsten Part, müssen wir heute erstmal wieder so ein bisschen, ich sag mal, back to the roots gehen. Wir gucken uns nochmal das ganz genau an, was wir... Willst du mich vollkommen verarschen? Jetzt geh doch da hoch! Ich werd verrückt an der ganzen Reitgeschichte hier. Naja, wo bin ich stehen geblieben vor meinem Aussetzer? Ach ja, genau. Richtig. Die Villager. Wir wollen nämlich heute wieder so ein bisschen back to the roots gehen und so ein bisschen... Ich sage mal, wir wollen heute back to the roots gehen und... Da wir nicht vergessen, wo wir herkommen, sondern immer schön... Nein! Da wir nicht vergessen, wo wir herkommen, finde ich es angebracht... nochmal unsere alten Villager-Freunde zu besuchen und ihnen einen Besuch abzustatten und ein bisschen mit ihnen zu tauschen, weil ich habe ja 7 Smaragde bekommen, ihr wisst es ja. Und naja, 7 Smaragde, da kann man sich die anderen Sachen von kaufen. Ich komme hier halt echt nicht rüber, ne? Germi Jolly Jumper, du alte Fickstute. Ich hasse dich. Meine Fräsen. Ja, Kinders, wie gesagt, wir gucken mal, wie es ausschaut. So, erstmal das Dorf hier, ja ganz klar. Wo willst du denn hin? Hier ist kein Villager. Ich hab's euch doch gesagt, dass hier kein Villager ist. Da war kein Villager auf dem Dach. Da hat man mich extrem verarscht. Hier ist gar nichts. Kein Villager auf dem Dach, gar nichts. Ich wusste doch, dass hier nichts ist. Man hat mir zwar mal in die Kommentare geschrieben, ey, da ist doch ein Villager auf dem Dach gewesen, aber das hätte ich doch gesehen. Ich bin doch nicht blind. Meine Friesen. So. Das Dorf hätten wir besucht, da lässt sich mit niemandem feilschen, deswegen gehen wir wieder zurück zu unserem ersten Villager-Dorf. Und hier haben wir vor knapp 100 Parts angefangen, wisst ihr noch? Vor knapp 3 Monaten hat das Ganze hier seinen Lauf genommen. Wirklich krass. Dass es schon wieder soweit ist, ne? Schon wieder haben wir 100 Parts mehr erreicht. Das ist halt echt heftig. Und ich will jetzt gar nicht sagen, wir haben wenig geschafft oder viel geschafft. Wir haben halt das geschafft, was wir geschafft haben. Ich habe mir nicht allzu viele Ziele gesteckt. Aber Fakt ist, dass wir es geschafft haben. Ne? Dass wir es geschafft haben, wieder diese 100 Parts zu überleben. Und ich würde mal sagen, heute wird wieder ein bisschen gehandelt. Insofern die Leute hier keine allzu schwangeren Angebote haben. Normalerweise sind ja auch extrem viele Leute drin. Was ist denn los bei denen? Hey! Hey! Ha! Ja. So, jetzt sehen wir hier gerade, dass ich einen Eisenman bekommen habe. Für 5 Smaragde, was halt ziemlich, ich sag mal... Ah, guck an! Guck an! Der Shop ist quasi erweitert. Ich frage mich aber... Ob wir jetzt quasi mit jedem so weit handeln können. Nein. Nur mit ihm. Deswegen darf er uns ja auch nicht wegsterben. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir tauschen mal mit... Ich glaube, der Priester tauscht Rotten Flesh gegen Smaragde ein, ne? Genau. Jetzt komm mal ran. Oh, ja. Yeah. Wir haben nur 4 Smaragde. Das kann doch nicht sein. Verdammt! Habe ich noch irgendwo Rotten Flesh in der Kiste? Da könnte ich mir nämlich ein neues Smaragd-Teilchen holen, ja. Aber ich glaube, ich habe gerade zum ersten Mal mit einem Villager gehandelt. Cool, ne? Aber ihr seht, das ist einfach extrem teuer. Kostet so viel Geld, Mann. Kostet so viel Geld, Smaragde und L. Nach wie vor ist hier nichts. Aber wenn ich echt daran denke, dass wir hier für 100 Parts angefangen haben, ne? Vor knapp 100 Parts. Wow.
Ich habe ja die ersten 20, 30 Parts hier gewohnt, bin dann nach außen ein bisschen geritten und habe mir dieses Haus geholt. Das Haus ist für mich eine Bereicherung gewesen, definitiv. Ey, Germi! Germi Jolly Jumper, was soll denn das? Bye. So, da haben wir die Villager besucht und wir haben gesehen, die haben auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Sachen für uns am Start gehabt, natürlich. Ich meine, wir haben jetzt einen Eisenhelm. Den hätten wir uns auch so einfach craften können, aber naja, man muss extrem viel investieren, damit die Villager, ich sag mal so, handlungsbereit sind. Handlungsbereiter als sonst. So. Ich kann das schon mal in diesem Part ein bisschen ausplaudern, so. Was wird in den nächsten 100 Parts passieren? Ich habe selber von euch sehr viel Kritik in den Kommentaren gehört, von wegen, ja, du machst immer das Gleiche, mach mal neue Sachen und sowas. Und ich denke mal, dass ich mich von diesem Haus dann auch soweit verabschieden werde. Ich werde ab Part 201 auch noch in dieser Welt spielen. Keine Angst, ne? Dazu ist mir diese Welt viel zu viel wert. Ich denke mal, ich werde ganz einfach gesagt auswandern. Ich nehme mir ein ganzes Inventar an Sachen mit ab Part 201. Ne? Also Part 200 ist für mich immer noch Alter. Wir gehen ins Unterwassermonument und gucken uns da um. Das ist für mich das Ziel von Part 200 und Part 201 an. Und ab Part 201 werden wir dieses Haus verlassen und werden weitergehen. So, meine Pläne, ich habe keine Ahnung. Vielleicht machen wir uns im Dschungel ein Baumhaus. Das wollte ich auch mal unbedingt mal machen. So ein Donkey Kong Haus, Baumhaus, Haus, Gedöns, Hausmaus, Reime. Und naja, Kinas. Die Ziele sind ganz klar gesteckt. Also ganz ehrlich, ich möchte definitiv Neues anstellen. Ich möchte euch mehr unterhalten. Ich möchte mit euch andere Dinge machen, bessere Dinge machen. Na, ich möchte ab und in Part 200 innovative Sachen machen. Ich möchte neue Sachen machen. Ich möchte hier raus. Ich beschränke mich viel zu sehr auf das, was ich hier tue. Na klar, ich habe hier meine ganzen Farms und hier werde ich zurückkehren. Definitiv, das ist meine Heimat hier. Und hier habe ich halt wirklich extrem viel Zeit rein investiert. Na, aber de facto muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich euch zuliebe, weil es halt echt sonst zu monoton wird, hier immer nur zu bauen und ein bisschen hier in die gleichen Höhlen zu gehen. Ich werde mich umschauen, Kinders. Ich werde es euch versprechen. Wir werden uns andere Sachen anschauen. Und, naja. So viel dazu. Ja, ich will euch neue Sachen zeigen und ich will auch einfach unterhaltsamer sein für euch, damit ich halt nicht in den Kommentaren nochmal hören muss. Und ich möchte auch nicht in den Kommentaren. Also ich möchte es natürlich hören, dass ihr mir Kritik gebt. Keine Frage. Ne? Wenn euch nichts passt oder sowas, dann zieht euch aus. Nee, aber jetzt mal ohne Spaß. Wenn euch was nicht passt, dann könnt ihr nackt rumlaufen. Nee, jetzt mal ohne Spaß. Kinas, wenn euch was nicht passt, dann könnt ihr das gerne schreiben in den Kommentaren. Ich bin zu jeder Kritik fähig und ich bin bereit, mich für jede Kritik zu äußern und mich jeder Kritik zu stellen. Jede Art von Kritik. Und ich habe halt schon von den einen oder anderen gehört, dass ihnen das Projekt ein bisschen zu langweilig wird, weil ich halt immer das Gleiche mache. Und dahingehend habe ich feste Ziele. Ich möchte so schätzungsweise in den Dschungel gehen und dort mich erstmal niederlassen und werde mir extrem viele Pflastersteine mitnehmen. Holz werde ich mir eine Menge mitnehmen oder werde ich halt von da aus dann sammeln, werden wir sehen. Und dahingehend gucken wir mal, ne? Kinas. So, heute mache ich mir noch mal ein paar Bücher fertig, damit wir unser Regal ein bisschen vervollständigen können vielleicht. Ich habe 21 Leder, das klingt ganz gut. Aber hier ist noch extrem leer, ne? Andererseits kann ich das aber auch alles wegschaufeln, das ist auch so unnötig hier. So. Hier muss eine krassere Lichtung draus werden, sage ich jetzt mal. Na, ich möchte, wie gesagt, in den Dschungel gehen. Ich habe auch vor, mir ein Schloss zu bauen, einen Tempel zu bauen. Ob ich das jetzt quasi im, ich sag mal so, alles im Dschungel mache, das weiß ich nicht. Da müssen wir mal gucken. Und ach, guck mal, da fangen wieder an. Da fangen meine lieben Freunde wieder an, Eier zu legen. Hi.
Ich habe definitiv ab Part 200 richtig viel vor. Ich möchte... Nein! Ich möchte definitiv... mit euch neue Sachen auschecken. Ich möchte wirklich was Neues machen. Ich möchte wieder hier in diesen Nether gehen. Ich möchte wirklich in diesen Nether laufen und... Hi. Ich möchte den so ein bisschen schauen. Ich möchte mich da umgucken und dahingehend... Finde ich, habe schon viele große Ziele. Ich denke mal, dass der Bau des Schlosses definitiv am aufwendigsten sein wird, weil ich möchte halt schon ein großes Schloss bauen und sowas. Und naja, ich werde mir wahrscheinlich so ein YouTube-Tutorial anschauen, wie so die Grundlagen eines Schlosses sind, wie man am besten welche Steine zu setzen hat, weil ich bin darin ein sehr, sehr krasser Legasthenist. Hab halt davon keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht so, welche Steinart am besten dazu passen würde oder sowas. Dazu bin ich zu dumm. Keine Frage. Ne? Ich will ja auch nicht irgendwie von Punkt 0 anfangen. Ich möchte ja irgendwie doch so ein bisschen meine Vorerfahrung mitnehmen. Das heißt, so Sachen wie Weizen nehme ich mit. Wie, halt das, was ich brauche. Kartoffeln und all das Ganze halt. Aber das hier, was ich halt hier habe, das bleibt hier. Das wird auch nicht weggelöscht oder sowas. Da macht euch mal keine Sorgen drum. Na? So, dann werde ich definitiv noch, nachdem ich Schloss und so weiter gebaut habe, also ich denke mal so, Baumhaus ist mein erstes Ziel, danach kommt das Schloss. Ich wollte zwar hier noch ein Schienennetz bauen, aber das kann man immer noch machen. Ich kann immer noch vom Dschungel aus sagen, komm, wir machen so eine Schienenbahn vom Dschungel bis hierhin und so weiter. Kann man alles machen und dann verbinde ich dieses Schienennetz von hier aus bis zu meinem Village-Dorf. Kann man alles noch machen, das ist auch kein Ziel, was ich, jetzt in den nächsten Parts machen muss, weil bis dahin ist noch viel Zeit und sowas und... Naja, ich werde definitiv ein Baumhaus machen. Ich werde ins Schloss gehen. Oder was heißt ein Schloss? Aber ich werde mir ein Schloss machen. Ja, ein Schloss bauen. Mit, richtig vielen Burgmauern. Alles, was dazugehört. Vielleicht mache ich sogar Pete's Schloss nach. Mal gucken. Aber dafür brauchen wir halt echt krass Ressourcen, weil ich glaube nicht, dass diese ganzen Steine hier ausreichen werden. So viele Stacks es auch sind, aber die reichen niemals aus. Na? So. Dann werde ich definitiv den Router, den Nether neu generieren lassen, damit wir nochmal in einen neuen, frischen Nether gehen können. Sollte klar sein. Na? So, wir gehen nochmal... Ich muss ja erstmal... Bücher herstellen. Die mache ich ja auch quasi aus Papier. Wo habe ich denn das Papier? Wo ist mein Papier hin? Ach, habe ich das nicht alles sogar verloren? Kann das sein? Ja, wahrscheinlich. Hm. Okay, kein Problem. Ich gehe mir eben Zuckerrohr holen. So. Mach mir daraus eine schöne Rolle Klopapier und dann gehe ich erstmal fett ein Abseilen. So, also wie gesagt, Baumhaus, dann Schloss, vielleicht überrede ich mich dazu, Peach's Schloss nachzubauen, werden wir mal sehen. Das wird aber echt groß dann, ne? Und vor allen Dingen brauche ich halt echt ein Riesenmaß an Fläche. Wir gucken aber, vielleicht mache ich auch erstmal so ein kleines Schloss und taste mich daran. Mal sehen, ne? Das werden wir sehen. So, dann Nether, wie gesagt, ne, will ich wieder rein, aber halt nicht in den alten, sondern halt in den neuen. Und dafür kann ich halt diesen Nether neu generieren lassen, was ich tun werde. Dann haben wir neue Chancen auf eine neue Nether-Festung, die auch ein bisschen anders aussieht und sowas, weil halt in der anderen nichts drin ist und sowas, ne. Und, ja, wir gehen nochmal Papier, war das nicht so irgendwie? Papier. Vielleicht aber auch so. Oder auch eben nicht. Ah, okay. Naja, nochmal, um es halt euch deutlich zu sagen, Chinas. Baumhaus, Schloss, Nether mal generiert.
Und die Endfestung auch natürlich irgendwann. Wahrscheinlich auch zwischendurch mal. Bevor ich irgendwas anderes mache. Na, vielleicht quetschen wir das mal ein, weil wir müssen so oder so mal da reingehen. Das ist so. Wir haben keine Wahl. Wir müssen mal in die Enderfestung reingehen, weil wir auch mal irgendwann die Enderaugen reinsetzen müssen und so weiter und so fort. Und naja, Kinders. Ist halt auch noch so ein Gebiet, was man erkunden könnte. Dahingehend wisst ihr Bescheid. So. 21 weitere Bücher bekommen. So muss das sein. Wunderschön. Wunderbar. Wart mal kurz. Wo sind die anderen Rinder hin? Habe ich die alle umgebracht? Das kann doch nicht sein. Ich habe gerade nur ein Rind gesehen. Ein voll ausgewachsenes Rind. Das kann ja alles nicht sein. Nee, sie sind noch da. Okay. Meine Fräsen. Boah, mein scheiß Zimmer ist voll mit Fliegen, ey. Verpisst euch. Kennt ihr das? Ich finde Fliegen so abartig, so ekelhaft. Meine Güte, Alter. Klar, sie wollen einem nichts Böses, aber sie nerven. Ich will gar nicht wissen, wo sie alle schon dran geflogen sind. Ihr kennt doch bestimmt diese Kotfliegen, oder? Meine Güte. Locker war schon eine Fliege, von der er gerade hier im Zimmer ihr Unwesen treibt. Schon mal irgendwie an so einer scheiß Kackposition, ey. So, Stärke ist für mich jetzt nicht relevant. Stärke, Kann es sein, dass die ganzen Bücher irgendwie gleich sind? Seht ihr das gerade? Das ist alles das Gleiche, ne? Das ist doch nicht normal. Was soll denn das? Das ist ja immer das Gleiche. Das kann ja nicht sein. Ich dachte, das ist random, so von Buch zu Buch, aber es ist halt immer das Gleiche. Krass. Ich sag euch, es ist wieder das Gleiche. Das ist doch nicht normal. Was soll denn das? Wie soll ich denn jetzt mein Buch verzaubern, so mit neuen Sachen? Geht ja nicht. Wow, okay, dann machen wir uns daraus eben halt wieder Bücherregale, kein Problem. 5 Stück sollten das, denke ich mal, sein. Mal schauen. Werden wir sehen. So, und das sind halt meine ganzen Ziele, die ich mir stecken möchte. Sind nicht allzu viele, aber ich denke mal, man kann damit was ganz Schönes bei rausmachen. Zack. Holland ist die größte Stadt der Welt. Wo kennt ihr die 257 das? Ich hype momentan so ein Lied von denen, das heißt Holland. Und boah, das ist so cool. Ohne Witz, ey. Das gibt die Klicks auf der ganzen Welt, wenn ihr das hört. Ja. Ich würde aber noch mal gerne vorbeischauen, bevor wir endgültig fertig sind. Boah, krass ist das Schwert überhaupt. Ansonsten... Diese Schlagbögen kann man noch irgendwie zusammenbringen, vielleicht. Kann ich noch irgendwas benutzen hier? Kann ich auch irgendwas verbessern? Vielleicht. Werden wir sehen. Ich denke mal, Kinders, wir werden jetzt alles auf die Reise vorbereiten. Wir sind nämlich durch. Wir haben nichts mehr, was wir tun können. Ich bin wirklich durch. Ich habe jetzt die Bücher nochmal weiter verbessert. Was anderes habe ich hier nicht mehr. Ne? So. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Ha, die 257 des Kinders. Gönnt euch. Ich denke, dass der Bogen unter Wasser nichts bringen wird, deswegen lasse ich ihn einfach mal weg und werde allein mit Nahkampf agieren, ja, hi. So. Aber ich kann noch was benutzen, nämlich kann ich den Eisenhelm, der hier so ein bisschen angeschlagen ist, angeknackst ist, mit dem hier vereinen, dann wäre der wieder geheilt. Hi.
ziehe ich mir jetzt die ganzen Sachen hier an. Was ich noch brauchen könnte, wären verzauberte Schuhe. Schutz 2, ui, und Federfall 3, oh. Dann würde ich noch sagen, wir haben bestimmt mal irgendwo Haltbarkeit in dem Buch drin, oder? Nee, aber Federfall 1, aber das bringt ja auch wenig. Schade, ansonsten hätte ich gesagt, komm, lass uns da ein bisschen Haltbarkeit drauf machen auf den Schuh. Aber leider ist das passé. Passé composé. Aber hier der Helm. Komm, lass uns die ganzen Sachen hier auch nochmal verbessern. Bevor wir jetzt nochmal so in diese ganze Geschichte reingehen und bevor wir in die Unterwasserfestung gehen oder in das Ozeanmonument und wegsterben, so lasst uns lieber darin investieren. Schusssicher 1. Yes. So, soweit wären wir erstmal durch. Ich würde auch sagen, ich werde extra für den nächsten Part mit Steve an den Start gehen. Mit dem Steve-Skin. Guck mal, das ist jetzt alles neu. Es wurde alles erneuert mit den Skins. Das sah ja vorher alles anders aus und das wurde jetzt quasi so dahingehend geändert. Finde ich auch besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Aber okay, so. Nicht lange rumlabern, jetzt endlich mal hier so ein bisschen weglegen, gucken, dass wir auf unser Leben klarkommen. Und so weiter. Mann, ich habe so viel Stuff, es tut mir leid, ich bin immer so, am Ende dieses Pass bin ich immer so langsam, ne? Es tut mir so leid, Mann, es ist, oh. Ich sage immer so wenig und, oh. Vielleicht findet ihr mich deshalb so schlecht, oder vielleicht findet ihr deshalb, dass ich irgendwie, dass das Let's Play nicht mehr interessant für euch ist, weil ich immer so ein bisschen sentimentaler rede, so ein bisschen monotoner rede, weil, ganz ehrlich, Mann, was soll ich euch denn erzählen? Wir packen Sachen in Kisten rein. Wow. Was soll man da noch so zu sagen? Es ist klar. Aber gut. Meine Güte. Komm mal aus dir raus, Mensch. Ha! Ja, Germy Jolly-Jumper hat schon gesagt. Habt ihr das gehört? Er hat das auf den Punkt gebracht. Peinigung. Drauf da. Und wir machen noch Schärfe drauf. Komm, ey. Jetzt haben wir Blut geleckt hier, Mann. Immer dieses leise Reden, ey. Was soll denn das, ey? Bin ich hier ein Anfänger oder was? Meine Fräsen. So, komm. Pack die Schärfe drauf, ey. Kann doch alles nicht wahr sein. Zack. Nein! Scheiße. Ich hoffe, ich habe das Schwert damit jetzt nicht irgendwie kaputt gemacht. Ha, wunderschön. Jetzt habe ich das falsche Schwert verbessert oder verzaubert. Wunderschön, so muss das sein. Geile Scheiße. So, Kinders, dann lass uns das alles ordnen. Ich würde sagen, Eisenschwert ist immer so das Erste, was mir in den Sinn kommt. Danach kommt das alles hier hin. Ist halt auch alles so ein bisschen unwichtiger und die Eisenhacke kann auch sowieso weg. Ganz ehrlich, ich brauch die Scheiße nicht. So. Dann. Wir dürfen nicht unsere Tränke vergessen, ne? Das ist mir doch sehr, sehr, sehr wichtig. So, Wurftränke. Da weiß ich halt nicht, ob das irgendwie unter Wasser noch wirkt. Deswegen würde ich sagen, ich nehme so Eigen-Push-Tränke mit. So Trank der Heilung und das Ganze halt, das ganze Sortiment. Rein damit. Wir haben mehr als genug Fleisch. Wir haben Wasseratmungstränke par excellence dabei. Die, ich nehme mal 4 Stück mit. Die sollten auf jeden Fall reichen. Trank der Unsichtbarkeit. Ja, nein. Einen vielleicht. Trank der Nachtsicht. Sollte ich noch mitnehmen. Feuerwiderstand brauche ich auch nicht. Ey, wisst ihr was? Was mir gerade so auffällt. So ein Trank der Nachtsicht wäre nicht schlecht, ne? Ganz ehrlich. Wir machen uns noch einen. Einen Wunderbeeren oder eine, ich sag mal so, ein
Eine Dreierreihe von Tränken machen wir uns mal eben noch schnell. Von Nachtsicht, weil wenn ich 4 Wasseratmungstränke dabei habe, will ich auch 4-mal Nachtsicht dabei haben. Wisst ihr, wie ich das meine? Gut. Holland ist die geilste Stadt der Welt. So ein Party-Track, ey. Das ist so cool. So, und in der Zeit gucke ich mal eben kurz nach, wie man nochmal einen Nachtsichttrank braut. Hallo, ja, Weil ich vergesse es halt immer, ne? So, Trank der Nachtsicht. Goldene Karotte in dein Popo. Machen wir, habe ich ja noch mehr als genug am Start. Goldene Äpfel, wichtig, mitnehmen. Darf man dahingehend nicht vergessen. So. Da generisieren wir uns jetzt noch einmal Redstone und dann wären wir dann durch. Und Kinnas, es tut mir immer noch leid. Ich gehe jetzt erstmal in der Zeit pennen oder soll ich jetzt erstmal drauf warten? Nee. Jetzt schlafen zu gehen lohnt sich nicht. Ich lasse das Ganze erstmal entstehen. So, jetzt Redstone drauf und dann sind wir auch so gut wie durch. So. Kinnas! Macht euch auf einen krassen, epischen 200. Part gefasst. Ich werde das Ganze wieder aus der dritten Perspektive erzählen. Ich werde wieder über mich selber reden. Ich werde quasi nicht zu euch reden, wie ich es gerade heute mache, sondern ich werde einen inneren Monolog mit mir selber führen, damit, dass ihr darauf vorbereitet seid. Also quasi wie ein Part 100. So eine kleine Story einbringen und sowas, ne? Das den ganzen Part über. Der ganze Part wird so aufgebaut sein. Macht euch darauf gefasst und Kinders, ich würde sagen, wir beenden den Part. Wenn die 250 Likes heute voll geworden sind, dann wird der 200. Part heute um 19.30, 18.30 kommen irgendwas so. Ich gucke mal. Näheres wird auf Twitter angekündigt, deswegen guckt da auch vorbei, damit ihr dahin Bescheid wisst. Ich werde es da halt immer als erstes ankündigen, wenn irgendwas ist. Und ja, ich würde sagen, ich bin raus. Kinnas. Bis zum großen Finale. Macht es gut. Gerade nur gucken, ob ich auch wirklich alles dabei habe. Nicht, dass ich irgendwas vergesse und dann bin ich der Gelackmeierte im nächsten Part. Nee, ich glaube, es müsste alles dabei sein. Ja, Kinnas. Ja. Ich denke, wir haben alles. So. Jetzt aber wirklich, Kinnas. Ich bin raus. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Haut rein. Ciao.